große Trauer um Feuerwehrmann in Augsburg. Etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute haben am in Augsburg ihres bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung getöteten Kollegen gedacht. Der 49-Jährige war am Freitagabend bei einem Streit mit einer Gruppe von jungen Männern worden und starb. Die Polizei hat eine Ermittlungseinheit mit 20 Beamten eingerichtet und sucht nach dem oder den Tätern. Ersten Erkenntnisse nach war es wohl eine Zufallsbegegnung von Opfern und Tätern. Als Retter gekommen, als Engel gegangen, steht auf einem kleinen Stück Papier. Der Zettel lehnt an einem Baum am Königsplatz, zwischen dem hochfrequentierten Bus- und Trambahnhof und einem immer gut besuchten Fastfood-Restaurant. Hier, an einem der belebtesten Orte Augsburgs, ist am Freitagabend ein Mann worden. Der 49-jährige Berufsfeuerwehrler war nach einem Besuch des Christkindlesmarkts mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar privat unterwegs und war gegen 22.40 Uhr mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten. Die Polizei hat eine Ermittlungseinheit mit 20 Beamten eingerichtet und sucht nach dem oder den Tätern.